Ja, der Marius für den Euro. Großer mit der Hardcore. Holt den Kamerad drin. Junge Ornus, 1,62 Platze. Junge! Wir haben es geschafft. Der wäscht sich noch die Haare aus. Roman Ritter, 33. Edzala, jetzt geht's mit der Klatze. Drachendaum, 5 Euro, wir wollen eine Klatze sehen. Vielen Dank. Wow. Mehr, 1 Euro, wir wollen den Bargeber sehen. Alex, 90, 30 Euro. Runter mit den mageren Locken. Junge. Der wäscht sich gerade noch die Haare, weil er noch Haarwachs drin hat. Der wäscht sich noch die Haare, weil er Haarwachs drin hat. Und wenn ihr es besser rasieren könnt. Der Investor, 10 Euro, weg mit den Haaren. Okay, jetzt geht's los hier. Vielen Dank. Alter. Ich muss jetzt hier hin. Die Wand bitte. Also hier passt es. Naja. Perfekt. So, Vielen Dank. Worauf warten wir noch? Also, warte. Ich warte noch, ist okay. Okay. Im Prinzip. Gut, dann fange ich einfach mal. Und nach Shirts, wenn ich Shirt ausziehe oder ich weiß nicht, wie ich es wegen Stream. Das, mach was du willst, mir ist das wurscht. Ja. Gut. So, der Wahnsinn geht los. Okay. Leute. Oh, Scheiße. Was machst du denn? Warte. Vielen Dank. So. An den Seiten. Okay, jetzt geht's los hier. Vielen Dank. Es ist getan, Alter. Ich fass es nicht. So, jetzt sehen wir erstmal 5 Jahre in die Zukunft. So. Alter. Alter. Sportplatz mit Hecke gibt's jetzt gleich. Junge. Hannes Mecklenburg für die 2 Euro. Liana, danke für die 2 Euro. Und Justin, wir haben die 2 Euro. Junge, Barbara hat 20 Euro gespendet. So, nun freue ich mich. Endlich ist die Klatze zu sehen. Alter, das ist übelst geil. Warte mal, halt 1 Euro. Das muss irgendwann vorliegen. Das ist ja absolut episch, Alter. Alter. Das ist ja das Geiste, was ich jemals... Kannst du das einfach mal so lassen? Ja, erstmal. Also das musste aber nur nass rasiert werden. Ja, gleich. Nee, ich mach die Seiten klar. Nur Geduld. Ja, aber das ist doch noch keine Klatze. Ja, ich weiß. Junge. Du musst das zelebrieren. Du kannst ja nicht gleich hier lieblos das ganze Haar runter rasieren. Alter. Kannst du das selber fassen? Ich freue mich auf mein Corona. Ja, Assistent, kannst du mal bitte ein Foto machen? Also so von vorne einfach. Vielen Dank. Einfach von dem Klatzenkeeper. Ey, genieß das, ey, wirklich. Da haben wir auch schon 1 Euro, danke. Das darf man nicht alles immer machen, das muss ruhig. Guck mal. Genossen werden. Und mich im Hintergrund am besten. Ja, warte. Warte. Sieht man mich so im Hintergrund? Ja, so anschauen. Das ist perfekt. Das ist einfach nur perfekt. Was ist jetzt hier? Alter, diese. Junge. Weiter geht's. Ich muss ausgehen. Ich schick das wie so hier. Oh, jetzt wollt ihr mich einfach so lassen, bitte? Das geht schon. Kann denn ihr so jetzt auf Arbeit gehen? Nein! Alter! Weiter geht's. Alter! Aber mit Cut, bitte. Ja, ja. Ja, ich mach den ganzen Kopf als Cut. Also. Mit Skalp? Junge. Geht besser als gedacht. Sieht doch besser aus als gedacht. Junge, Junge, Junge. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Auf jeden Fall. Augenbrauen auch? Warum machst du das nie so ruhig?
wenn ich da was angeben muss. Das ist doch mein Beruf hier. Ich bin jetzt in die hauptsächlich Friseur. Also. So. Das sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus. Also. Das ist schon was Feines. Ja. So, also vielen Dank an Pumpkinhead. 25 gegen Euro, danke. Splitmaster, 1 Euro, vielen Dank. Die Potsdamer, bitte Link zu der geilen Hose. Ja, die habe ich geschenkt bekommen, ich habe keine Ahnung, wo die her ist. Aber an sich, gib mal Morpex-Hosen ein, also Morpex. Mit 9 Jahren war sein Traum, ein Skinhead zu werden, jetzt hat er es geschafft. M-O-R-T-E-X. Morpex. Ab Montag fängt mein Leben an. Pumpkinhead, achso. Sehen wir uns Montag 19 Uhr. Ich grüße meinen Kumpel, Jack Müller. Ey. Junge, 3600 Zuschauer? 3600 Zuschauer? Was ist, los? Alter! Das ist kein Rekord, aber es ist krass. Auf meinem Kanal ist es ein Rekord. Wir hatten mal 4 oder so. Wie viel? 4-2 oder so. 4-2, Alter! Ja, okay. Junge, ist das krass! So, Stufe 1 ist geschafft. Also Junge, wir haben schon mal diese, die Jahre. Alter! Rasiert. Junge, das ist aus wie so ein Krebskranker, Alter. Das ist total krank. Junge, diese rote Mische. Wie fühlt denn sich das an, so auf den ersten Moment? Alter. Ich fasse die Birne lieber später an, jetzt noch nicht. Also, 1 Euro, danke. Mein Corona, bitte. Aber ja, Alter, der Barkeeper. Okay. Der hat sich jetzt wirklich eine Klatze schneiden lassen, das ist so geil. Guck dir das mal an, Alter. Alter. Das ist ein Skinhead. Junge, guck doch mal die Aufrufe, Alter. Also hier die Zuschauerzahlen. Junge. 3700. Und 3700 Leute haben live angeguckt, wie der Barkeeper sich eine Glatze schneiden lassen hat. Das ist so krank. Ich liebe diese kranke Scheiße. Ich liebe das Streaming dafür. Das ist doch absolut das Geilste überhaupt, Alter. Junge. Wo ist es jetzt, Rasierschaum? Also gibt es irgendeinen Ersatz? Du hast doch keinen Rasierschaum, ich habe nur Wasser. Ich habe einen elektrischen Rasierer. Ja, habt ihr nie Rasierschaum für das Gesicht irgendwie? Ich rasiere mich doch nicht. Ich guck mal, was es so für Ersatz gibt. Magerer Pyromanager, 1 Euro, vielen Dank. Bienenwolf, 3 Euro, vielen Dank. Wenn du mir einen feuchten Lappen gibst, dann geht das auch. Ich dieselbe Frisur wie der feuchten Lappen? Wir haben keinen. Das wird dann nie wahren. Wir haben keine Lappen. Stimmt, so bin ich mit 16 rumgerannt mit der Klatze. Da war ich immer hier, dieses Skinhead in der Schulklasse. Ja, das waren Zeiten. Vielen Dank. Einfach nur, weil ich da nicht viel Taschengeld bekommen habe. Und da war halt einfach der Kompromiss, dass ich mir die Haare selber schneide, damit ich das Geld für den Friseur spare. Und das Geld durfte ich dann halt versaufen mit meinen 15 Jahren. Und das war da wirklich der Lifestyle. Da kannte mich ja noch keiner, da kannte ich Maxi noch nie und so. Ja, ach, schwere Jugend. So, geh mal die 1 Euro. Die Augenbrauen müssen weg. Meine Oma, die Diagnose ist klar. Meine Oma wird morgen herzlich. Die Show, 2,9. Jonas Schnurrbart und 3 Euro. Ich spreche erst mal alles. Okay, erst mal Platz hier weg. Nee, erst, nee, bereite mal aus. Die Haare. Alter, 3700 Zuschauer. Ich muss halt den Rasierer ständig ausschalten. Das ist ja mal überkrass, Junge. Das ist wirklich das Krasseste, was ich bisher eigentlich. Da hinten steht, glaube ich, noch eine Dose, oder? Denke ich. 4,20 Euro, vielen Dank. Platzenkeeper, der Atzenkeeper. Oh, ich brauche unbedingt noch einen Schluck Energy. Also. Denk mir den Haarenfein, was ist das? Warum ist denn da kein Strohhalm drin? Gut, das reicht. Wo ist denn das? Keine Ahnung, ist da noch was der drin? Hä, aber ich hab dir doch einen Strohhalm mitgegeben. Ja, wo ist denn da hin? Da hinten, gib mir mal das. Oh Junge. Da ist man angefangen. Ah nein, Tabi ist hier. Nein. Nee, Tabaluga. Halt nur mal kurz die Kamera, wenn da schon nicht drin ist. Die Leute wollen Tabi sehen. Das ist aber auch nicht so optimal hier. Nee, das zieht. Aber ja, lass dir nicht die schmierige Klatze ablecken. Das kann man so nicht rasieren, also. Wir. Du mach mal nach vorne weg. Das zieht ein bisschen. Warte mal, ja, das ist halt ganz Widerstand. Das ist normal. Ja. Nee. Anale Vergott. Ach Junge, das kannst du nicht machen. Das geht auf Fächer 2,29. Das ist deins, oder? Will auch die Klatze sehen. Ja. Ja, es geht wirklich nicht um die Schaum, also das kann man vergessen. Wartet mal. Wir haben doch. Du hast aber einen Bartrasierer. Nein. Assistent? Ja, geh mal ins Konsum und hol mal bitte hier
Rasierschaum. Nee, das kannst du vergessen, ich gehe nicht an Konsum. Junge, weißt du, wo der Konsum ist? Der ist hier eine Minute entfernt. Ich guck mal, du hast eine Frau. Ja, hey, ich guck mal kurz, ob es irgendwelche Hausmittel gibt, dass man sich das nicht. Kannst du einfach mal Rasierschaum holen gehen, bitte? Nee, ich guck kurz. Das geht. Junge, will die das jetzt mit Hausmitteln machen? Ich geh fest. Ein geistiger Typ. Junge, Max, kannst du einfach mal im Konsum jetzt Rasierschaum holen? Nee, ich würde mich lieber hängen. Ja, doch, na klar, mach ich. Ja. Herr Kohle raus, du fertig Scheiße. Hast du noch Pfand? Richtig fahren? Ich hab 25. Das Junge, fahren, das sind nee, jetzt mach mir nicht mehr, wenn der mich nicht fährt, gehe ich nicht. Das sind 30 Meter. Naja, wir haben es weg. Wir sind hier ganz dicht, okay, also die Beine. Du bewegst dich nicht taglang von deinem Stuhl und regst dich auf, dass wir zu Hause drüber zu laufen. Da wunderst du dich, das würde ich schon aufregen, wenn ihr zu Hause 20 Meter hier zum Konten zu laufen. Geht das? Hier, guck dir mal in den Chat, wir wollen alle diese Shampoo haben. Wir gehen doch jetzt entspannt. Okay, danke. Eine Fresse. Jetzt bin ich alleine mit dem Glatzenkiefer. Ja, jetzt dachte ich mir auch gerade. So. Ich denke mal, die Leute wollen wissen, lässt du jetzt die Klatze so? Ich lasse sie erstmal nachwachsen und dann. Nachwachsen? Willst du nie reden? Man muss sich erstmal an die Frisur gewöhnen. Ja, eben, also, du gewöhnst dich dran und dann lässt du bitte die Klatze so. Mal schauen. Ja, wir werden das kontrollieren.